gefüllte Ränge beim Schlagerspiel der ersten Runde der österreichischen Fußballstaatsliga. Vienna gegen Rapid auf der Hohen Warte. Vienna in einfärbigen, Rapid im gestreiften Leibchen. Rapid ist vom Anfang an überlegen. Vierte Minute, ein Pass von Haller. Seitel schießt mit dem linken Fuß ein. 1:0 für Rapid. Vienna Tormann Schmid im Kreuzfeuer. Schuss von Haller. An die Stange. Die Hütteldorfer greifen weiter an. Die Vienna Abwehr ist nicht im Bild. Schon steht es 2:0. Endlich eine verheißungsvolle Kombination Viennas. Buzek tankt sich durch. Aust kommt zum Schuss. Und Tor. Schon im Gegenstoß heißt es aber 3:1 für Rapid. Ein Drehschuss von Flügel. Schmid schlägt das Leder weg, aber Flügel ist abermals da und sendet ein. Und das ist der letzte Treffer Rapids. Wieder schießt Flügel ins Netz. Rapid gewinnt nach ausgezeichnetem Spiel 4:2. Großes Fußballschlagerspiel Austria gegen Rapid im Wiener Stadion. 45.000 Zuschauer kamen trotz klirrender Kälte. Noch nie haben die Meisterschaftsspiele der Staatsliga so hohe Besucherzahlen aufzuweisen gehabt, obwohl die Leistungen der Fußballer katastrophal sind. Die Stimmung im Zuschauerraum ist dementsprechend. Nur frieren und einen schändlichen Fußball ansehen, da ist Schad ums Geld. Die Austria Wochenschau schließt sich der Meinung aller Fußballfreunde, die dieses jammervolle Match oftmaliger österreichischer Meisterclubs gesehen haben, voll und ganz an. Es waren Stümper am Werk. Man konnte höchstens lachen über solchen Antifußball. Es wäre schade, auch nur eine Szene dieses Matches zu zeigen. 0:0. Österreich, wie überhitzte Tiroler Lokalpatrioten manchmal sagen, regiert noch der Fußball. Schwächert gegen Rapid, lautet der Schlager in der Staatsliga. Rapid spielt im gestreiften Dress von links nach rechts. Rekordbesuch, 11.000 Zuschauer. Erfolgreicher Ersatztorhüter der Schwächerter, der junge Palanek. In der ersten Hälfte drängt Rapid. Ein Schuss von Hanapi. Gehalten. Und dann 1:0 für Rapid. Grausam, sagen die Schwächerter. Und grausam heißt auch der Torschütze. Nach der Pause haben die Hütteldorfer Glück. Hier rettet Höltl auf der Linie. Rapid-Torhüter Werisch verletzt. Heizer zu Kosliček und Tor durch Linksaußen Bayer. Hier ist der Schuss. 1:1 steht die Partie. Eckball für Rapid. Hanapi im Dribbling, hinaus für Renelt. Und Renelt schießt daneben. Ist das eine Vereinsbrille, mein Herr? Noch einmal Renelt, eine Chance. Ein Schuss. Grausam drückt ein, aber die Rapidler freuen sich zu früh. Abseits. Immer wieder schwächert Torhüter Palanek im bravourösen Einsatz. Es ist nichts passiert, meine Herren. Aufstehen. Schließlich endet das Match mit einer gerechten Punkteteilung 1:1. In Österreich ist der Winter eingezogen, wie wir am Beispiel des Wiener Stadions erkennen, in dem das Europacup-Spiel Rapid Wien gegen Glasgow Rangers stattfinden soll. Das Bundesheer leistet ganze Arbeit, das Spielfeld wird schneefrei gemacht. Das Bundesheer ist ja für Katastropheneinsatz zuständig und das Match wurde dann auch leider eine Katastrophe. 70.000 hoffnungsvolle und sehr faire Fußballfreunde werden enttäuscht. Rapid im gestreiften Dress greift an. Achtung, Schmid schießt, Nachschuss Seitel, daneben. Jim Baxter, der Schotte am Ball. Zu Forrest zu Wilson, auch daneben, Gott sei Dank.
Ecke für Rapid. Abgewehrt. Scotchy kommt in Schussposition. Fernbombe drüber. Das ist Mittelstürmer Forrest. Er ist durch. 1:0 für die Rangers. Die Atmosphäre wird noch frostiger im Stadion. Freistoß für Rapid, Höltl. Nachschuss von Höltl, abgewehrt und grausam verhaut. Es gibt viele Rapid-Angriffe, aber leider schlechte Schützen im Rapid-Angriff. Johnston für Wilson, doch der ist abseits. Die zweite Hälfte beginnt. Gleich in der ersten Minute hat Seitl eine Riesenchance, aber er schießt daneben, leider. Sehr kopfballsicher die schottische Abwehr. Diesmal wieder Seitl, Pech an die rechte Kreuzecke. Rapid greift wohl laufend an, aber ein Tor gelingt nicht. Drüben auf links außen. Ein Haken, schön zur Mitte, Schuss, aber wieder drüber, wie verhext. Und dann kommt Johnston durch, ganz allein, Pass zu Wilson, Tor, 2:0. Die Rangers werfen Rapid aus dem Europacup. Sicher nicht zum letzten Mal trafen sich Honvéd und Rapid in Budapest. Und das war auch nicht das letzte Tor, sondern das erste durch Tichy. Rapid greift an, zu Flögel und Tor für Rapid. Immer wieder sehr gefährlich Tichy. Mit vereinten Kräften rettet die Rapid-Abwehr. Ein eindrucksvolles Solo des Läufers Nograti. Wunderbar gemacht, schön durchgekommen und Tor. Da freut sich die Juliska. Glechner Freistoß, Honvéd führt nur mehr 3:2. Es ist ein trefferreiches Spiel nach dem Geschmack des Publikums im Neppstadion. Tor durch Komora für Honvéd. Zweite Hälfte, Angriff von Rapid. Ein Foul im Strafraum ergibt einen Elfmeter. Seitl, Schuss, Tor. Knapp vor Schluss kommt Honvéd durch Nott noch einmal zum Zug. Endstand 5:3 für Honvéd. Es stehen einander in Wien, Austria und Rapid, die großen Rivalen im österreichischen Fußball gegenüber. 30.000 tiefgekühlte Stadionbesucher erleben ein zeitweise erregendes Meisterschaftsspiel. Austria in weißen Hosen. Weite Vorlage in den Rapid-Angriff. Foul. Den Rapid-Freistoß hält Özcan bravourös. Jacare in Schussposition. Wäre Faustet. Butzek Kopf, Hirnschrot rasiert, da geht's zu. Und dann bessert Hirnschrot aus, verliert aber doch endgültig das Leder. In der 7. Minute Eckball für Rapid. Hoch kommt die Flanke herein, Kopfball Flögel, Fröhlich wehrt mit der Hand ab. Schuss grausam, sie freuen sich zu früh, gnädige Frau. Kein Tor, aber 11 Meter, den Seitl verwandelt. 1:0 für Rapid. Rapid drängt weiter. Özcan, Austrias Türke im Tor, bekommt Arbeit. Pausenstand 1:0 für die Hütteldorfer. Rechts außen Fritsch wird angespielt. Er bleibt hängen. Rapid hat Glück, Gebhardt am Ball zu Flögel. Steilpass für Seitl. Aus dieser Flanke wird nichts. Beide Stürmereien enttäuschen. Jacare, Freistoß, abgewehrt. Der Ball kommt zu Dirnberger. Dirnberger, bester Mann im Spielfeld. Verteidiger Fröhlich, mit vorne, im Angriff, Flanke. Butzek, Kopfstoß, aber auch Wehresch ist auf dem Posten. Rapid Freistoß, Seitl vergibt kläglich. Noch bange Sekunden für den Rapid-Anhang, wäre rettet und dann steht das 1:0 für Rapid fest.
Europacup-Spiel Rapid gegen Eintracht Braunschweig im Wiener Stadion. Die Wiener in dunklen Leibchen greifen an. Ullmann passt auf den rechten Flügel, doch Braunschweigs Teamtorhüter Wolter ist schneller. Flügel schickt Zeitl ins Feuer, die erste Torchance. Wolter behält die Nerven. Unablässig rollen Rapids Angriffe gegen das Braunschweiger Tor. Immer wieder zeigt sich der Keeper als Meister seines Faches. Gegenangriff mit einem Sololauf des Verteidigers Bese. Kann ihn denn niemand stoppen? Zeitl nicht. Aber Fack kann es. Linksaußen Maas taucht rechtsaußen auf. Flachschuss, Fuchsbichler wehrt kurz ab, doch kein Braunschweiger ist zur Stelle. Gebhardt führt den Ball in die gegnerische Hälfte. Grausam am Ball, zu Fritsch. Ja, links müsste man schießen können. Noch einmal grausam und knapp daneben. Corner von links, Faustabwehr. Schöner Kopfball Flügels und wieder ist Wolters Faust da. Die Seiten sind gewechselt, noch immer 0:0. Auch Seitel kann sich nicht durchsetzen. Es gibt nur einen Corner. Der erste Fehler Wolters, aber er bringt das Leder doch noch in seinen Besitz. Rapids Läuferachse spielt auf. Ullmann zu Hasil, elegantes Dribbling, Schipp setzt sich überrascht ins Gras und Hasils Bombenschuss landet im Netz. Nach 54 Minuten endlich 1:0 für Österreichs Meister. Riesiger Jubel der 55.000 Zuschauer, sogar Raketen werden abgeschossen. Dem Tor folgen heftige Attacken der Gäste. Freistoß von Maas, abgewehrt und weiter Befreiungsschuss von Grausam. Wieder ist der pfeilschnelle Maas da, die Rapid-Abwehr bringt den Ball nicht weg. Da landet ein Schuss des Mannes mit dem Turban bei Fuchsbichler. Ulsas, der gefährliche Stürmer der Gäste, trägt einen Kopfverband, nachdem er mit Ullmann zusammengestoßen war. Die Hütteldorfer Abwehr ist nervös, die Braunschweiger wittern eine Ausgleichschance. Jetzt zeichnet sich Fuchsbichler aus. Da wird manchem der Hut zu eng. Die Deutschen sind im Finish unheimlich stark, aber es bleibt beim 1:0. Schuss von Berg. Bravo, Fuchsbichler. Spannungsgeladene Atmosphäre beim Europacup-Rückspiel Eintracht Braunschweig gegen Rapid Wien in Braunschweig. Der deutsche Meister in hellen, Österreichs Titelträger in dunklen Leibchen. Flügel, gefühlvoller Pass zu Hasil. Und da rollt Fritsch das Leder über die Torwartlinie. Die Wiener gewannen das erste Spiel 1:0. Werden sie nun den Braunschweigern standhalten können? Eine Chance für Bjerregaard, der unsanft von Stopper Bäse gerempelt wird. Flanke des quirligen Gerwin von Bäses Kopf zu Saborowski. Fuchsbichler mit Faustabwehr. Rapid steht pausenlos unter Druck. Zweimal trafen die Deutschen nur die Stange. Vorlage für linksaußen Maas, da kommt die Flanke und Gerwin schießt Ullmann an. Millimetergenau senkt sich ein Fernschuss von Cheap ins Rapid-Tor. 1:0 für Eintracht Braunschweig. Auf der Gegenseite ist Wolter bei einem Schuss von Fritsch auf den Posten. Wieder brannten die Braunschweiger heran. Gerwin zu dem aufgerückten Schmidt, ein Steilpass. Und Fuchsbichler muss zweimal hingreifen, um den Ball zu fangen. Entlastungsangriffe Rapids werden oft vorzeitig abgefangen. Und wieder droht den Österreichern Gefahr. Flanke von Maas, Schuss von Saborowski und 2:0. Rapids Europacup-Traum ist ausgeträumt. Unbeschreiblicher Jubel um die deutsche Mannschaft, die nächste Runde des Europacups erreicht hat.